Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem auch unser Hauptaktionär Herr Otto Bader gerade gekommen ist, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Bader Bank hiermit eröffnen. Wie immer darf ich Ihnen kurz noch die Damen und Herren am Podium vorstellen. Da ist zunächst der Vorstand, Herr Nico Bader, Herr Brichmann, Herr Bacherl und Herr Riedl. Zu meiner Rechten ganz wichtig der Notar, der die Versammlung beurkunden wird, aber vor allem auch darauf achten wird, dass alles den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insbesondere auch dann bei der Auszählung. Dann weiter zu meiner Rechten meine Kollegen im Aufsichtsrat, der Herr Scheuer, Herr Kamprad, Herr Dr. Niemann und last not least Frau Weber, die Vertreterin der Arbeitnehmer in der Bank. Es fehlt bei dem Aufsichtsrat ein weiteres Mitglied, nämlich den Ihnen sonst bekannten Herrn Wirbski, ebenfalls ein Arbeitnehmervertreter. Herr Wirbski ist nicht mehr fürs Unternehmen tätig und ist deshalb halt nicht mehr auch als Aufsichtsrat tätig. Es wird noch geprüft, ob die Nachwahl für ein weiteres Aufsichtsratsmitglied im nächsten Jahr erfolgt. Es gab ein Ersatzmitglied, der ist allerdings zwischenzeitlich Prokurist geworden und deswegen konnte man ihn nicht mehr bestellen. Aber der Aufsichtsrat ist beschlussfähig und arbeitsfähig, das darf ich Ihnen versichern. Dann nun zu den unvermeidlichen Regularien. Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet, mit Ausnahme der Rede des Herrn Nico Bader wird nichts aufgezeichnet. Es findet aber eine Übertragung dieser Veranstaltung hier zum Backoffice statt, wie das auch üblich ist. Nun zu den gesetzlichen Formalien. Die Einberufung der Hauptversammlung zusammen mit der vollständigen Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen wurde im Bundesanzeiger am 11. Mai 2017 bekannt gemacht und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Ein Beleg über die Veröffentlichung im Bundesanzeiger wurde außerdem dem Notar übergeben. Ich stelle somit fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen worden ist. Die Mitteilungen gemäß § 125 des Aktiengesetzes wurden form- und fristgemäß dem im Gesetz vorgesehenen Empfängerkreis übersandt. Die zu Tagesordnungspunkt 1 vorzulegenden Unterlagen sowie die Einberufung dieser Hauptversammlung mit der vollständigen Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen wurden ab Veröffentlichung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Sie haben in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegen und wurden den Aktionären auf Verlangen zugesandt. Sie können diese Unterlagen auch heute nochmal am Wortmeldetisch einsehen. Teilnehmerverzeichnis ist verständlicherweise noch nicht fertiggestellt, ebenso die Erstpräsenz. Wenn das Teilnehmerverzeichnis da ist, werde ich es Ihnen mitteilen. Es wird dem Notar übergeben und liegt dann auch am Wortmeldetisch für Ihre, zu Ihrer Einsichtnahme aus. Präsenzbereich ist dieser Raum und das angrenzende Foyer, aber auch das Foyer im Untergeschoss, einschließlich der dort befindlichen Sanitärräume. Abstimmungen finden allerdings nur hier in diesem Saal statt. Im Austausch zu jeder Ihrer Eintrittskarten haben Sie einen Stimmbogen erhalten. Wenn Sie die Hauptversammlung vorzeitig verlassen wollen oder müssen, dann finden Sie in Ihrem Stimmbogen auch eine Vollmacht. Das heißt, Sie können damit Ihr Stimmrecht erhalten, indem Sie entweder einen unbekannten Mitaktionär hier bevollmächtigen, aber es gibt auch Stimmrechtsbevollmächtigte der Gesellschaft, die werden Ihnen dann beim Ausgang gezeigt. Wenn Sie die Vollmacht ausfüllen und Ihrem Bevollmächtigten übergeben und sich dann ordnungsgemäß abmelden, dann ist die Präsenz da und auch die Stimmverhältnisse noch gegeben. Wie Sie wissen, findet im Anschluss an die Ausführung des Aufsichtsrates und des Vorstandes eine Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung statt. Wenn Sie sich da zu Wort melden müssen und jetzt bereits schon Fragen kennen und haben, dann bitte ich Sie, diese am Wortmeldetisch hier zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, dann abzugeben. Ich werde Sie dann einzeln aufrufen. Wir kommen nunmehr schon zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 5. Der Punkt 1 der Tagesordnung, dieser betrifft die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bader Bank AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den zusammengefassten Lagebericht sowie den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen geprüft und eingehend beraten. Von dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen und nach seinen eigenen Prüfungen keinen Anlass für Beanstandungen gesehen. In seiner Sitzung am 28. März 2017 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist somit festgestellt. Eine Beschlussfassung darüber findet deshalb nicht mehr bei Tagesordnungspunkt 1 statt. Den Konzernabschluss nebst dem zusammengefassten Lagebericht und dem Bericht des Konzernabschlussprüfers hat der Vorstand den Aufsichtsrat vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat diesen ebenfalls in seiner Sitzung am 28. März 2017 gebilligt. Das wären zunächst die Formalien. Eine Erstpräsenz, die da vorgesehen ist, habe ich noch nicht gefunden. Jetzt in meinem Skriptum etwas Wesentliches. Dann fange ich jetzt mal an mit dem Bericht des Aufsichtsrates. Sie können den finden auf Seite 28 des Geschäftsberichtes. Dort können Sie das im Detail nachlesen. Sie werden daraus sehen, dass der Aufsichtsrat sämtliche gesetzlichen Erfordernisse, die an ihn gestellt worden sind, nämlich Aufsicht zu üben und Rat zu erteilen, wahrgenommen hat in den entsprechenden Sitzungen, dass dem Aufsichtsrat aber vor allem, das ist ganz wesentlich, sehr viele Berichte aus dem Unternehmen zugegangen sind, sei es von der Revision, sei es vom Risikomanagement und auch von dem Vorstand. Was aber ganz wichtig war und einen großen Teil der Tätigkeit des Aufsichtsrats ausmacht, sind neben den formalen Sitzungen und den formalen Prüfungen laufende Gespräche mit den Vorständen, die sehr intensiv sind, die regelmäßig außerhalb der Sitzungen stattfinden und in dem sich der Aufsichtsrat laufend ein Bild von allen Vorgängen im Unternehmen macht, kleineren und größeren, und hier auch dem Aufsichtsrat mit dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite steht. Das halten wir für ganz wichtig, gerade in einer Zeit, wo es im Bankenwesen ganz überall nicht besonders leicht ist und das Geld sehr schwer zu verdienen ist, wo man sehr intensiv auf Kosten achten muss, aber nicht nur auf Kosten, denn die Bank muss ja auch effektiv bleiben und gute Mitarbeiter haben. Deswegen sind hier auch Grenzen gesetzt. Und so muss man weitersehen und der Vorstand wird es danach ausführen. Und Sie haben es auch letztes Jahr schon gehört, dass die Bank sich auch nach neuen Geschäftsfeldern, nach neuen Tätigkeiten umsieht. Denn das, was bisher bei Banken üblich war und womit die Banken jahrzehntelang einfach im wirklichen Sinne Geld verdient haben, geht heute nicht mehr. Man muss sich anstrengen, man muss neue Ideen haben. Und das ist das, was der Vorstand von sich aus sehr betreibt, aber natürlich auch beim Aufsichtsrat diskutiert und vom Aufsichtsrat gefördert wird. Soweit der Bericht des Aufsichtsrates. Ich denke, wir kommen nun zu den Ausführungen des Vorstandes und da darf ich den Herrn Nico Bader ans Mikrofon bitten. Ja, sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Aktionärsvertreter, liebe Gäste, ich begrüße Sie zur diesjährigen Hauptversammlung der Bader Bank. Ich freue mich mit Ihnen, das Geschäftsjahr 2016 Revue passieren zu lassen und darzulegen, wo wir unsere Hausaufgaben bereits gemacht haben und wo unser Potenzial liegt, wo wir unsere Baustellen noch haben und wie wir für Sie, für die Kunden und für die Mitarbeiter das Beste aus der Bank rausholen können. Im Anschluss lade ich Sie wie immer natürlich ein, eingehend wichtige Punkte zu diskutieren. Aber bevor wir einen Blick auf die Zahlen werfen wollen, empfiehlt es sich immer ein bisschen einen Rückblick zu machen auf
das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich möchte da wenig um Niedrigzinsen und sowas lamentieren, sondern einfach mal die Themen auflisten, die uns da schwer beschäftigen. Und das eine ist die Leitindizes. Sie sehen, der DAX hat sich im Jahr 2016 überaus positiv entwickelt. Insgesamt hat er zum Schluss einen deutlichen Gewinn von 7% gemacht, obwohl das Jahr ganz turbulent losgegangen ist. Das war das sechste Gewinnjahr in Folge, das der DAX gemacht hat. Jetzt sind Sie wenigstens Aktionäre hier bei der Baader Bank. Ich hoffe, Sie haben auch noch ein paar andere Aktien in Ihrem Depot, sodass Sie von der Entwicklung ein bisschen profitieren konnten, weil die überwiegende Mehrheit in Deutschland hat leider keine Aktien, genauer gesagt fast 95% der Deutschen haben keine Aktien, sind nicht am Produktivkapital beteiligt. Und das ist sehr, sehr schade, ist ein Thema, das wir durchaus immer wieder verfolgen, wo wir Schulen unterstützen, wo wir in Vorträgen unterwegs sind, um das Thema Wirtschaftsbildung in den Schulen voranzutragen, weil das ist elementar für die Zukunft. Aber leider, wie gesagt, ist es etwas, was wir versuchen. Die Politik hat es überhaupt nicht auf der Agenda. Der MDAX hat sich auch mit einem Plus verabschiedet. Der ist jetzt in der Zwischenzeit bei über 22.000 Punkten angekommen, zumindest zum Jahresende. Und das sind alles Kennzahlen, die eine richtig gute Stimmung an den Märkten ausdrücken. Aber, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, allein von der Performance der Indizes können wir nicht leben, weil wir sind keine Bestandshalter von Aktien, sondern wir sind Händler. Und wir verdienen in der Hauptsache an den Umsätzen, die an den Börsen passieren und an den Kapitalmarkttransaktionen, die wir begleiten. Wichtig ist für uns da eine hohe Volatilität, die immer zusammenhängt auch mit hohen Umsätzen und eine positive Grundstimmung. In 2016 ist es so, trotz steigender Aktienumsätze ist es leider dazu gekommen, dass die Umsätze wieder nach unten gegangen sind. Und zwar fast um 20%. Das heißt, steigende Indizes, ist so eine alte Börsenweisheit, gehen mit Börsen, mit steigenden Umsätzen einher. Das ist leider nicht immer der Fall. Letztes Jahr war es der Fall, in 2015 war es der Fall, in 2016 leider nicht. Wie gesagt, die Umsätze in unserem Marktumfeld minus 20%. Ein bisschen sticht da was raus, wenn man sich das anschaut. Auf der nächsten Folie, da haben wir das mal auf Monatsbasis abgetragen. Hier sieht man, da stechen zwei Monate ein bisschen raus. Man kann unschwer ahnen, im Juni war das beeinflusst durch die Wahl von durch die Brexit-Wahl in England. Da muss man sagen, ja, im Juni waren die Umsätze gut, in den Wochen davor, wie Sie sehen, im Mai, da hat überhaupt niemand was gemacht, weil unklar war, wie es ausgeht. Und dann haben wir noch die Wahl im November in den USA mit dem Trump und auch dort sieht man, der Umsatz im Monat davor war relativ niedrig, weil alle abgewartet haben, was dort passiert. Bei den Börsenumsätzen haben wir natürlich auch das Thema, wenn die schon 20% runtergehen, wie aufnahmefähig ist denn der Kapitalmarkt für Kapitalmarkttransaktionen? Und letztes Jahr wurden nur ganz wenige Transaktionen durchgeführt. Insgesamt war das Transaktionsvolumen etwa bei 6 Milliarden Euro. Das ist, wenn Sie das sehen, Entschuldigung, vielleicht haben wir da, wir kommen von über 9,3 Milliarden in 2015. Das ist ein Rückgang um über 30%. Und wenn man dann noch sieht, dass 80% von diesen 6 Milliarden auf genau eine Emission entfallen, nämlich auf Innogy, dann weiß man, was beim Rest los war. Das bedeutet, wenn das Innogy IPO letztes Jahr nicht gewesen wäre, dann wäre das niedrigste Emissionsvolumen in Deutschland seit über 10 Jahren gewesen. Und das in einem Jahr, in dem der DAX einen neuen Rekordstand gefeiert hat. Das vorausgeschickt, das ist das Marktumfeld, in dem wir uns da bewegen,
möchte ich Ihnen jetzt Rechenschaft ablegen über das Geschäftsjahr 2016, über unsere Zahlen und das Ganze im Namen des Gesamtvorstands natürlich. Wir haben Ihnen in den grafischen Darstellungen jeweils 3 Jahre abgebildet, damit Sie den Verlauf ein bisschen sinnvoller und aussagekräftiger haben. Das Provisionsergebnis der Baader Bank wird hauptsächlich aus dem Geschäft mit institutionellen Investoren und dem Kapitalmarktbereich gespeist. Wir nennen das das Multi-Asset Brokerage, konnte trotz eines Rückgangs des Marktvolumens insgesamt durch nennenswerte Marktanteilsgewinnungen die Planwerte des Geschäftsjahres 2016 erreichen. Das heißt, in einem Marktumfeld, wo die Umsätze um 20% gesunken sind, konnten wir uns hier an der Stelle behaupten. Unterstützend ist eine weitere erfreuliche Entwicklung in den Ergebnisbeiträgen aus den Geschäftsfeldern der Bankdienstleistungen, Banking Services nennen wir das, und Asset Management Services, die zwar noch einen kleinen Anteil am Gesamtergebnis aufweisen, aber aufgrund der Unabhängigkeit von der Handelstätigkeit zunehmend von wichtiger Bedeutung sind. Zudem gab es bei der Baader Helvea Umstrukturierungsmaßnahmen, die das Provisionsergebnis in 2016 belastet haben. Insbesondere sei hier verwiesen auf die Konzentration in der Schweiz. Wir haben den Standort Genf letztes Jahr geschlossen und alles in Zürich vereint. Zusätzlich haben wir hier auch noch die Gesellschaft, die Helvea, umbenannt in Baader Helvea, um sie weiter in den Konzern zu integrieren. Insgesamt lag das Provisionsergebnis mit 40,7 Millionen Euro rund 20% unter dem Vorjahr. Im Handelsergebnis konnte ein kleiner Anstieg verzeichnet werden von 52,6 auf 52,8 Millionen Euro. Vorwiegend kommt es aus dem Market Making und trotz der Abnahme der Wertpapierumsätze konnten wir hier unser Ergebnis sogar leicht steigern. Und das, muss ich dazu sagen, haben wir auch geschafft, obwohl wir die Risiken, die im Handelsbuch waren, noch deutlich gesenkt haben. Neben den Erträgen aus dem Provisionsgeschäft und den Erträgen aus dem Handel will ich das Zinsergebnis und die laufenden Erträge nicht unerwähnt lassen. Die haben sich um 29% auf 3,2 Millionen erhöht. Das ist etwas, was bei uns das Zinsergebnis in der Bank ist normalerweise immer ein ganz großer Posten, bei uns ist er relativ klein, weil wir eben nicht in dem Themen Kredit- und Einlagengeschäft groß unterwegs sind. Insgesamt ging der Rohertrag der Baader Bank in 2016 um 10% auf 100,5 Millionen Euro zurück. Das zeigt also, dass wir, obwohl wir in einem ganz schwierigen Marktumfeld tätig sind, lassen Sie mal bei der Automobilbranche irgendwie 20% Umsatz wegbrechen oder teilweise in manchen Bereichen 30%, da geht es richtig rund, sind wir in der Lage, obwohl die Umsätze so weit runtergegangen sind, die Bank hier fast auf plus minus null zu fahren. Und das ist durchaus ein Beleg für die Marktstärke in den einzelnen Geschäftsbereichen. Aufgrund unserer extremen Kostensensibilität und Kostenflexibilität, die wir haben, lagen auch die gesamten Aufwände deutlich unter den Prognosen. Sie verzeichneten im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang um 14% auf 102,6 Millionen Euro. Sowohl die Personal-, die Verwaltungs- als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Die Personalaufwendungen verzeichnen einen Rückgang, da zum einen ergebnisbezogen die variablen Gehaltsbestandteile niedriger ausgefallen sind und zum anderen wir geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen tätigen mussten. Für die ebenfalls gesunkenen Verwaltungskosten und die betrieblichen Aufwendungen waren die bereits in 2015 eingeleiteten und in 2016 voll wirksam werdenden Kostensenkungsmaßnahmen ursächlich. Und dies, obwohl die gesamte Branche immer noch mit einer weiter steigenden Regulierung und damit hohen Kosten zu kämpfen hat, die wir als Branche an den Kunden nicht weitergeben können. Zu diesem Regulierungsthema darf ich nachher noch eine kleine Anekdote erzählen. Insgesamt zeigt es, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, die Kosten haben wir im Griff.
Und, was bei den Banken ja immer ein Thema ist, sind die Risikopositionen. Hier haben wir den Eigenhandel, den die Bank aufs eigene Buch macht, außerhalb des Rahmens des Market Makings, haben wir quasi komplett eingestellt und runtergefahren. Und im Treasury-Buch haben wir auch unsere Hausaufgaben gemacht und haben hier deutlich die Risiken reduziert. Die Konsequenz daraus ist, dass wir keinerlei Abschreibungen, keinerlei außerordentliche Abschreibungen auf assoziierte Unternehmen und keine Wertberichtigungen im Anlagebuch dieses Jahr zu verzeichnen haben. Es wurden lediglich die normalen, betriebsbedingten, laufenden Abschreibungen vorgenommen. Zur Erinnerung sehen Sie hier, im Vorjahr, das war noch geprägt von hohen Bewertungsverlusten im Anlagebuch und Abschreibungen bei Konzerngesellschaften. Trotzdem bleibt aber im Gesamten leider festzuhalten, der für 2016 geplante Anstieg im Rohertrag sowie das Wiedererreichen der Gewinnschwelle auf Konzernebene konnte leider durch die geschilderten Entwicklungen in den einzelnen Teilmärkten noch nicht realisiert werden und auch leider nicht durch die gesunkenen Kosten aufgefangen werden. Das Vorsteuerergebnis des Baader Bank Konzerns verbessert sich minus 2,1 Millionen Euro. Das ist immerhin eine Verbesserung um 5,5 Millionen Euro in diesem Marktumfeld. Im Einzelabschluss der Baader Bank ist das Ergebnis sogar leicht positiv. Obwohl wir ein negatives Ergebnis haben, belasten trotzdem Ertragssteuern das Jahresergebnis und das resultiert vor allem aus zwei Faktoren. Positive Ergebnisbeiträge von Tochtergesellschaften, die steuerlich nicht mit anderen negativen Konzernergebnisbestandteilen saldiert werden können und nicht abzugsfähige Betriebsausgaben wie Abschreibungen aus Firmenwerten im Einzelabschluss. Und obendrein machen wir auch noch als Konzern vom Wahlrecht Gebrauch aktiv Überhänge aus latenten Steuern nicht zu bilanzieren. Dem Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden im letzten Jahr 0,6 Millionen Euro zugefügt und unter Berücksichtigung dieses Fonds verfügt die Baader Bankgruppe zum 31. Dezember 2016 über Eigenmittel in Höhe von 118 Millionen Euro und die bilanzielle Eigenkapitalquote lag unverändert bei 17%. Die Bilanzsumme ist praktisch auch unverändert bei 579 Millionen Euro. Lassen Sie mich zum Abschluss des Rechenschaftsberichts noch eine Anmerkung zum Abschreibungsbedarf und unserem Ergebnisniveau anfügen. Ich habe Ihnen erläutert, dass es uns gelungen ist, den Geschäftsbetrieb der Baader Bank bei umsatzschwachem Geschäft und einer niedrigen Anzahl von Kapitalmarkttransaktionen wie 2016 in etwa auf einer Nulllinie fahren zu können. Ich habe Ihnen erläutert, dass wir die Risikopositionen abgebaut haben und jetzt haben wir noch einen Posten, das sind die Regelabschreibungen. Die Regelabschreibungen betragen bei uns derzeit um die 10 Millionen Euro pro Jahr. Die werden aber ab dem Jahr 2018 eine nennenswerte Entlastung im Ergebnis bringen. Denn ab 2018 fallen rund 4 Millionen Euro Abschreibungen auf Firmenwerte und Orderbücher weg, die wir in den letzten 10 Jahren erworben haben. Das bedeutet, ab 2018 verbessert sich das Ergebnis um 4 Millionen, weil die Abschreibungen wechseln. Ich glaube, das sieht man hier ganz schön. Dann komme ich zu den Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten. Die Tagesordnungspunkte 1 bis 4 gestalten sich wie üblich, nämlich Vorlage Jahresabschluss, Vorschlag zur Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Bestellung des Wirtschaftsprüfers. Und da bittet die Verwaltung um ihre Zustimmung. Erklärungsbedürftig ist der Punkt 5, weil wir schon wieder mit Satzungsänderungen auf Sie zukommen. Da mache ich einen kleinen Ausflug in die Regulatorik. Wir haben letztes Jahr unsere Satzung mal grundlegend überarbeitet und haben auch das Thema Unternehmensgegenstand überarbeitet. Das ist bei einer Bank immer gar nicht so einfach, weil es gibt Banken, an denen haben wir uns seinerzeit orientiert, als wir das letztes Jahr gemacht haben. Die haben in ihrem Unternehmenszweck drinstehen, die Bank macht Bankgeschäfte aller Art. Ist eigentlich ganz normal. Ja?
Und so ähnlich hätten wir das auch gerne formuliert, vor allen Dingen, weil es Banken gibt, die das auch so formuliert haben. Wir hatten in unserer Satzung jeweils die einzelnen, ich nenne es immer Tatbestände aus dem KWG aufgezählt. Und somit hatten wir de facto eigentlich fast nie einen richtigen Unternehmensgegenstand, weil man unterjährig von der BaFin und der Bundesbank auf einmal neue Tatbestände zugeteilt bekommt, ob man sie will oder nicht, ja, oder welche umbenannt werden. Und so schnell können Sie die Satzung in dem Punkt gar nicht ändern. Also wir haben beispielsweise irgendwann mal zugeteilt bekommen, die Lizenz, dass wir Leasinggeschäft machen dürfen. Wollen wir zwar nicht, haben wir dann auch wieder zurückgegeben, aber in dem Zeitpunkt wäre eigentlich die Satzung mit dem, was wir da tun oder nicht tun, gar nicht konform gewesen. Deswegen hätten wir es gern vereinfacht. Und dann kam es dazu, dass der Handelsrichter, der die Satzungsänderung, die wir hier letztes Jahr beschlossen haben, nur eintragen wollte, wenn wir eine Bestätigung von der BaFin haben. Und wenn es eins gibt, was es nicht gibt, ja, das ist eine positive Bestätigung von der BaFin. Ja, das kriegt man nicht. Wir haben dann im Februar ein Gespräch gehabt, Anfang Februar ein Gespräch gehabt mit der BaFin und haben denen das erläutert, was wir da für ein Problem haben. Und dann haben die gemeint, die Bank macht Bankgeschäfte, ist so eine ganz alte Geschichte. Und dann gab es mal die Anweisung, dass diese Tatbestände alle aufgenommen werden müssen, damit fremde Dritte sehen können, was die Bank eigentlich alles an Geschäft macht. Dann sage ich, naja gut, dafür gibt es jetzt die Homepage von der BaFin, wo jederzeit man das einsehen kann öffentlich. Dann haben die gesagt, oh ja, gute Idee, Sie nehmen das mal mit und lassen es prüfen von der Grundsatzabteilung der BaFin. Ich habe dann den Hinweis mir erlaubt zu machen, dass das schön wäre, wenn wir bis Ende April eine Antwort hätten, weil wir ja Anfang Mai wieder die Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichen müssen. Jetzt sind wir hier auf der Hauptversammlung und wir haben heute den 26. Juni und Sie können sich vorstellen, was ich für eine Antwort habe. Leider noch keine. Deswegen müssen wir die Satzung, wir haben die also, das, was wir in der Zwischenzeit, was rein kleine formale Änderungen waren, haben wir mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemacht, aber es sind eben auch ein paar Teile dabei, die wir beschließen müssen, die einfach nicht nur redaktioneller Art sind. Und dann kommt noch was dazu. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2016, und zwar ganz früh im Dezember 2016, beschlossen, dass die Aufsichtsratsvergütung geändert werden muss. Dort dürfen nämlich keine variablen Bestandteile mehr drin sein, die wir aber drin haben in unserer Satzung. Im Übrigen sind die mal reingekommen, weil der Gesetzgeber das unbedingt wollte. Das ist, glaube ich, so 8 oder 10 Jahre her. Ja? Damals mussten dann zwangsweise auch sogenannte Incentives für den Aufsichtsrat eingebaut werden. Das haben wir getan. Jetzt kommt der Gesetzgeber und sagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Auch deswegen haben wir das Thema Änderung der Satzung. Und insgesamt kommt es dann dazu, dass über den Wegfall der variablen Vergütungskomponenten für den Aufsichtsrat wir die jährliche Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder anheben werden, und zwar von bisher 20.000 auf 30.000 Euro und wie üblich erhält der Vorsitzende das Doppelte und der Stellvertreter das 1,5-fache. Die Höhe der Ausschussvergütungen, die dort festgelegt sind, bleiben unverändert. Auch dazu hätten wir gern Ihre Zustimmung erbeten. So viel zum mal ganz formalen Teil. Und dann würde ich Ihnen gerne ein bisschen was erzählen zu der Entwicklung, die die Baderbank gerade vollzieht. Wir bauen die Bank ein Stück weit zukunftsfähiger aus und versuchen sie zurückzuführen auf eine alte Ertragsstärke. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg, die, so darf ich das hier sagen, sich auch im ersten Halbjahr fortsetzt. Wir entwickeln die Bank weiter in Felder, die unmittelbar mit dem Wertpapierhandel zusammenhängen. Denn immer wenn wir das in der Vergangenheit gemacht haben und uns zu weit vom Wertpapierhandel entfernt haben, war das nicht immer vom Erfolg gekrönt. Aber wir hätten gerne Erträge, die nicht so von diesen volatilen, unplanbaren Handelserträgen abhängig sind, sondern Erträge, die sich eher aus einem Bestandsvolumen generieren. Und
Das alles in einer sehr kunden- und produktfokussierten Strategie. Weil unser langfristiges übergeordnetes Ziel ist, dass wir eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum werden. Lassen Sie mich das an Beispielen im Folgenden verdeutlichen, dass wir hier bereits ganz ordentlich Fahrt aufgenommen haben. Im Bereich Equity Capital Markets, Kapitalmarkttransaktionen, begleitet die Baader Bank in 2016 unter anderem die Kapitalerhöhung der Global Bioenergies SA als Joint Book Runner und wir sind als Sole Book Runner, haben wir die Kapitalerhöhung von MPC, Münchmeier Petersen Kapital, der Publity AG und der Deutschen Beteiligungs AG durchgeführt. Und im Rahmen von den ganzen wertpapiertechnischen Begleitungen, die wir machen, dort sind wir wirklich ein Spezialist geworden, weil das bieten nur noch ganz wenig Banken an, haben wir mehrere öffentliche Übernahmeangebote begleitet und wir können unsere Dienstleistungen seit 2016 jetzt auch in Österreich anbieten. Das ist nicht so ganz einfach. In den Equity League Tables, das sind so die Ranglisten, die immer wieder veröffentlicht werden, wie erfolgreich die Banken bei den Transaktionen sind. Da belegt die Baader Bank in den Ländern Deutschland und Österreich gemessen am platzierten Volumen bis zu 100 Millionen Euro Platz 6 und bei Transaktionsvolumen bis 250 Millionen Euro, da sind wir unter den besten 14 Häusern. Die erfolgreichen und zahlreichen Mandate, die wir bereits im ersten Halbjahr 2017 abgewickelt haben, bestätigen diesen positiven Trend. Jetzt wird die Liste ein bisschen länger. Wir haben Umplatzierungen bei The Brain, vorletzte Woche bei All for One Steb gemacht. Wir haben Kapitalerhöhungen bei Evotec, bei Medigene, bei Vilex, bei Cygnus, bei Core State Capital und letzte Woche bei Allgeier gemacht. Und außerdem, und das ist eine für uns eine große wichtige Geschichte, waren wir bei der Platzierung bei der Galenica Santé in der Schweiz dabei. Das war eine Transaktion, die ging über fast 2 Milliarden Euro. Die Reihe der von der Baader Bank betreuten und begleiteten Transaktionen in 2017, die lässt sich sogar noch fortsetzen, aber ich habe mal nur die wichtigsten aufgezählt. Das Ganze ist ein Verdienst von unserem Vorstandskollegen, dem Christian Bachal und seinem Team und den möchte ich hier an dieser Stelle dafür gratulieren. Danke. Sie sehen also in dem Bereich, da sind wir in der Zwischenzeit im Markt angekommen und uns ist es gelungen, uns neben den großen angelsächsischen, den französischen Häusern auch und neben den deutschen Playern da zu positionieren. Wir sehen uns da in der Konkurrenzsituation regelmäßig zu den Häusern, die heißen Commerzbank, die heißen Berenberg. Das ist dort unser Wettbewerb und ehrlich gesagt fühlen wir uns da auch ganz wohl und können dem auch immer mal wieder zeigen, dass wir vielleicht ein bisschen cleverer sind, ein bisschen bessere Ideen haben oder vielleicht auch ein bisschen mutiger sind. Das Aktienresearch ist von uns von besonderer Wichtigkeit, weil das ist immer die Eintrittskarte sowohl auf der Seite der Firmenkunden als auch auf der Seite der institutionellen Investoren. Das ist ein Bereich, der wird extrem von den neuen Regeln MiFID II ab dem nächsten Jahr beeinflusst. Da wird es wohl zu größeren Umwälzungen kommen. Dort geht es um das Thema der Vergütung von Research. Research wird da als eigenes, separates Produkt bezahlt werden. Und da haben wir alles dafür vorbereitet, sind in intensiven Kontakt mit den Kunden und wir gehen davon aus, dass wir von den Veränderungen durchaus profitieren werden können, weil wir hier immer wieder als Spezialist für Deutschland, Österreich, Schweiz gesehen werden und das ist für viele internationale Investoren hat es ein unheimliches Gewicht. In 2016 und 2017, da haben wir auch unsere Konferenzen weiter ausgebaut. Wir haben die Swiss Equities Konferenz, die wir jedes Jahr im Januar machen in der Schweiz. Die wird jedes Jahr größer mit mehr Unternehmen und mehr Investoren, die dort kommen. Dort präsentieren sich jetzt im Januar haben sich da präsentiert fast 55 Unternehmen vor knapp 300 Investoren. Und die Baader Investment Konferenz bauen wir auch immer weiter aus. Die findet im September statt.
Die wird dieses Jahr von 3 auf 4 Tagen verlängert, weil wir mehr Unternehmen haben. Letztes Jahr waren es knapp 150 Unternehmen, dieses Jahr werden es über 180 Unternehmen. Dieses Jahr haben wir auch das erste Mal Schweizer Unternehmen mit dabei. Und die Arbeit, die wir dort machen, die bekommen wir auch vom Markt regelmäßig gespiegelt und werden da gemessen und bekommen das dort, unsere gute Arbeit, immer wieder bestätigt anhand der sehr guten Umfrageergebnisse bei Extel, bei Starmine. Das sind so diese Umfragen, wo die Analysten und die Häuser gerankt werden. Da haben wir hier, ich hoffe, das können alle lesen, auch von hinten, oder ist das? Ja? Gut. Ja. Da sieht man, wie wir hier in 2016, in 2017 überall immer zweite Plätze haben. Und in den, insbesondere bei den Starmine Awards haben wir das Thema, dass unser Research auf Nummer 2 in Deutschland gerankt wird. Das heißt, es ist genau ein Konkurrent vor uns und alle anderen haben wir hinter uns gelassen. Und das ist für ein Haus wie uns schon ein richtig gutes Ergebnis. Genau. So, im Market Making, für das ich die Verantwortung trage, da war 2016 ziemlich turbulent. Das ging erstmal richtig schlecht los. Dann kamen die Wahlen mit dem Brexit, dann kamen die Wahlen in den USA. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Haben ja auch noch eine ganze Wahlen vor uns, aber in der Zwischenzeit gewöhnt man sich anscheinend an diese Turbulenzen. Aber bei uns war es auch in diesem Marktumfeld nicht ganz einfach. Die Fusion der Börse Frankfurt mit der Börse London, die ja Wochen und Monate lang durch die Zeitung gegangen sind, die ist dann schlussendlich gescheitert. Was wenige Leute mitbekommen haben, ist, dass es die Börse Düsseldorf in ihrer Form so nicht mehr gibt. Die ist in der Zwischenzeit unter das Dach von der Börse Hamburg und Hannover geschlüpft. Und es sind weitere Handelsplattformen entstanden. Das, was ursprünglich die MiFID I wollte, eine Konsolidierung der Liquidität, ist genau das Gegenteil passiert. Es wird immer weiter aufgesplittert. Und sie versuchen das jetzt über die MiFID II einzufangen, aber ich fürchte, dass ihnen das nicht gelingen wird. Wir müssen aber auch immer wieder drauf schauen, was lohnt sich, was wir tun und was lohnt sich nicht. Wir haben vor ein paar Jahren begonnen, einen Ausflug zu machen mit der Börse Bern. Das ist die zweite Börse in der Schweiz, die sich hier als Gegengewicht zur SWX etablieren wollte. Und wir haben mit denen dort eine Kooperation gemacht, die werden wir zum Jahresende einstellen. Das hat leider nicht die erhoffte Wirkung gebracht. Dagegen haben wir jetzt im Jahr 2017 eine Zusammenarbeit mit der Börse Wien gestartet, etwas, was wir schon, ich glaube, 15 Jahre oder sowas, 20 Jahre versucht haben, Auslandsaktien, also aus Sicht der Österreicher, Auslandsaktien an der österreichischen Börse zu handeln. Jetzt, nachdem es dort einen neuen Vorstand gibt, der aus Deutschland kommt, der hatte da Verständnis dafür, weil er das kannte, ist uns das gelungen. Und wir haben im Mai gestartet mit 130 US-Titeln und jetzt im Juni sind die 30 DAX-Titel dazugekommen und jetzt kommt, ich will nicht sagen im Wochenrhythmus, aber werden dort neue Aktien gelistet. Aber auch im Market Making stehen wir vor Umwälzungen. Jetzt am Wochenende war der erste kleine Teilumstellung des Xetra-Systems. Das kennt ja jeder, denke ich, vom Namen her zumindest. Das ist jetzt über 20 Jahre alt und wird abgelöst durch ein neues System. Das zieht sich bis Ende nächsten Jahres, diese Ablösung. Und das ist ein riesen Technikthema auf der einen Seite, weil man wirklich von heute auf morgen eine neue Software, komplett neue Software installiert. Hat aber auch ein Thema, im Zuge dieser Neueinführung werden natürlich auch die ganzen Marktmodelle, wie sie heute an den Börsen sind, ich sage mal kritisch überdacht und diskutiert, inwieweit man da nicht was ändert. Aber die Herausforderung, die nehmen wir gerne an. Weil wir fühlen uns da als führender Market Maker und sollten in dem Wettbewerb, den wir hier in Deutschland vorfinden, die besten Voraussetzungen haben. Zusätzlich kommt dazu, dass das auch die Emittenten immer wieder gutieren. Wenn die ihren Börsengang machen, dann dürfen die sich einen Spezialisten auswählen,
der das machen soll. Und in 2016 haben wir von 5 Börsengängen 4 bekommen, den Spezialisten. Und das waren Innogy, Uniper, Shop Apotheke und Senvion. Und auch in diesem Jahr geht es so weiter. Morgen ist das IPO von Vapiano. Da, wenn Sie sich da anschauen, dann übermorgen Bilder in den Zeitungen sehen, wenn da geläutet wird oder so. Im Hintergrund sehen Sie da unsere Händler hinter der Schranke stehen, weil auch dieses Orderbuch und genauso das von Delivery Hero, das am Freitag kommt oder kommen soll, ist bei uns. So, dann haben wir den Herrn Riedl als verantwortlichen Vorstand fürs Kundengeschäft. Dem ist es im Multi-Asset Brokerage gelungen, die hervorragende Marktposition als führender Broker in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen. Und das, obwohl die Handelsvolumina gesunken sind, obwohl der Wettbewerb stark zunimmt und wir da einen weiteren Margendruck leider haben. Auch ihm möchte ich und seinem Team dafür die wirklich, das kann man nicht anders sagen, für die unermüdliche Arbeit, die er da bei den Kunden abliefert, ganz herzlich danken. Wir haben die Kundenanzahl deutlich erhöhen können, aber auch die Kundenqualität. Also wir sprechen heute zu ganz anderen Kunden, als wir es noch vor 4, 5 Jahren getan haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Erfolg der Helvea, die wir in die Bank integriert haben. Weil Sie haben hier einen Chart, wo Sie sehen, die Aufteilung, wo unsere Erträge herkommen im Kundenbereich und da sieht man, wie international das Geschäft geworden ist. Würden wir uns nur auf deutsche Investoren verlassen, hätten wir ein Riesenproblem, weil schon der DAX ist, bitte, wenn es jemand genau weiß, korrigieren Sie mich, ich glaube zu 60% in ausländischer Hand. Ja, und das ist ehrlich gesagt eine Katastrophe für die deutsche Volkswirtschaft. Die Helvea bauen wir sogar noch ein Stück weit aus. Wir haben in 2016 ein kleines Büro in Boston aufgemacht, um näher an den Kunden zu sein. Haben das Team in New York ein bisschen umgebaut und haben, wie gesagt, die Helvea-Gesellschaften alle in Bader Helvea umbenannt, um sie näher an den Konzern ranzuführen. Und es wird auch weitergehen. Im Jahresverlauf 2016 setzte die Bader Bank neue Schwerpunkte in der Kooperation mit Vermögensverwaltern, Family Offices und anderen Kapitalsammelstellen. Und wir haben das Serviceangebot erweitert im Bereich Konto- und Depotgeschäft. Und sowohl die Anzahl der Konten als auch der Depots, als auch das Volumen verzeichnen da enorme Steigerungsraten. Ehrlich gesagt konnten wir die Anzahl der Konten fast verdoppeln und das geht da sehr ordentlich weiter. Wir sind dort nämlich in Kooperation mit den Marktführern bei den Fintechs, als auch bei den klassischen Vermögensverwaltern und dort haben diese ganzen Fintechs oder die jetzt kommen, das nennt sich dann Robo-Advising mit so automatisierten Anlageempfehlungen, da haben wir den Marktführer Scalable, der jetzt fast 2 Jahre am Markt ist bei uns, das ist der größte Robo-Advisor in Europa. Jetzt vor kurzem hat Dr. Jens Erhardt, den auch jeder von Ihnen hier vermutlich kennt, mit seiner Vermögensverwaltung eine neue Online-Plattform gestartet, die heißt SolidVest. Alle Konten, die dort drüber eröffnet werden, werden bei der Bader Bank eröffnet. Und weitere, nämlich Investify, Wertstein und noch eine ganze Reihe mehr, die dieses Jahr noch live gehen, machen das mit uns, weil wir hier einen sehr guten Service für die Vermögensverwalter, für die Fintech-Firmen anbieten, die sich direkt an unsere Systemwelten anschließen können. In unserem Geschäftsfeld Asset Management und Services, da bieten wir verschiedene Finanzportfolio-Dienstleistungen an. Das entwickelt sich auch extrem positiv. Dort haben wir das betreute Vermögen per Ende 2016 um über 100% auf über 5 Milliarden Assets steigern können. Und ich kann Ihnen sagen, das geht in einer ähnlichen Rate weiter. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung in den beiden Bereichen, weil dort werden Erträge generiert, die eben
nicht unbedingt vom Handel abhängen, sondern von dem Bestand, den man dort unter Verwaltung hat. Das heißt, hier geht sehr viel um Kundenbetreuung, die Kunden dabei zu unterstützen, dass sie selber neue Gelder akquirieren und diese Kunden dann tunlichst nicht verlieren durch einen guten Service, durch eine hohe Qualität. Und da kriegen wir extrem viel guten Zuspruch. Was macht mich also so optimistisch für die Bank und für die Zukunft? Wir sind im Market Making sehr gut positioniert. Wir sind gewappnet für die Umstellungen, für die technischen, die da kommen. Und wir glauben, dass es dort auch wieder zu Schwierigkeiten kommen wird bei kleineren Wettbewerbern. Die werden unter Umständen aufgeben müssen und das ist eine Chance für uns. Im Multi-Asset Brokerage, da wollen wir unsere starke Stellung weiter ausbauen. Auch hier ist es so, die Kunden sind extrem zufrieden mit uns, wie man an diesen ganzen Rankings sieht. Das sind also nicht irgendwie so Umfragen auf der Straße, sondern da werden über 15.000 Finanzportfolioverwalter auf der ganzen Welt befragt. Also Kunden, die über unsere Leistung hier wirklich befinden. Und das macht uns sehr, sehr stolz zum einen, aber wir glauben auch, dass das eine hervorragende Grundlage ist, gerade wenn es jetzt Richtung MiFID geht, wo Orderflow verteilt wird nach sehr viel mehr greifbaren Kriterien, da sind die Ergebnisse in solchen Umfragen extrem wichtig. Im Geschäftsfeld Capital Markets, inklusive Research, sehen Sie, dass es da schon wieder sehr deutlich aufwärts geht und wir positionieren uns hier als Bank für den Kapitalmarkt, für den deutschsprachigen Mittelstand und das ist etwas, wo wir sehr glaubhaft unterwegs sind. Und strategisch ergänzen wir die handels- und kapitalmarktabhängigen Geschäftsbereiche um die Dienstleistungen mit den Vermögensverwaltern, also im Banking, im Asset Management Service und wachsen hier. Und ehrlich gesagt dürfen wir da uns an mancher Stelle zu den Marktführern zählen oder auch zu den Marktinnovatoren, weil wir übernehmen heute Dienstleistungen, die früher bei Kapitalverwahrungsgesellschaften lagen. Die machen die heute nicht mehr, die lagern die an uns aus, weil wir es besser können, weil wir es billiger können, weil wir die Infrastruktur da haben, weil wir ganz andere Zeiten abdecken können. Und das sind Nischen, in die wir uns vorbewegen, die, wie gesagt, abhängig sind von den Volumina, vom Bestandsvolumen und nicht so sehr vom Handelsvolumen. Und insgesamt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir unser Ziel erreichen, dass wir eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum werden. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir kurz- bis mittelfristig das auch in den Ergebniszahlen der Bank wiederfinden werden. Ich habe vorhin schon gesagt, das erste Halbjahr hat sich auch ganz ordentlich entwickelt. Die Zahlen kommen da Ende Juli, aber wir sind da sehr zufrieden. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei den Vorstandskollegen bedanken. Weil das macht richtig Spaß. Das ist extrem konstruktiv, auch durchaus energiereich. Ja, wir diskutieren da viel. Aber es macht richtig Spaß, weil alle an einem Strang ziehen und nach vorne schauen und schauen, wie wir die Bank nach vorne bringen können. Explizit möchte ich da auch dem Herrn Brichmann danken, weil der immer so im Hintergrund wirkt, als Herr der Zahlen. Ja, der ist bei uns auch für die ganze Marktfolge verantwortlich, für das ganze Thema IT, für das ganze Thema Riskmanagement etc. Und der hatte in den Jahren 2015, 2016 eine ganze Menge zu tun, weil der hat die Kostensenkungsprojekte, die wir da hatten, die verschiedenen, initiiert und begleitet und das war nicht immer einfach. Dafür ganz herzlichen Dank, Herr Brichmann.
Und dann möchte ich mich natürlich auch bei unserem Aufsichtsrat bedanken, weil unser Aufsichtsrat ist nicht nur Aufsicht und Rat, sondern der ist auch kritisch, der schaut manchmal zu unserem Leidwesen sehr genau hin, aber er ist immer konstruktiv. Das ist immer eine sehr, sehr konstruktive, eine sehr bereichernde Diskussion und das macht wirklich in diesem Zusammenspiel sehr viel Spaß und auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. So, aber was wäre die Bank ohne die Mitarbeiter, die jeden Tag, also zum Glück nicht jeden Samstag und Sonntag, aber einige müssen leider auch Samstag, Sonntag kommen, die jeden Tag in die Bank reinkommen und ihre Arbeitskraft da zur Verfügung stellen. Und wirklich, da gibt es fast niemanden, der normale 40 Stunden arbeitet, sondern da hängt sich jeder rein, jeder schaut, dass er da mitarbeitet. Und auch an die ganzen Mitarbeiter, die wir hier in Deutschland haben, aber auch die im Ausland, die für uns immer wichtiger werden. Ein ganz, ganz herzliches Danke. Und dann muss ich mich ganz zum Schluss bei Ihnen bedanken, nämlich für Ihre Geduld, weil wir die schon wieder strapazieren, weil wir auch dieses Jahr nicht vorschlagen werden, eine Dividende auszuschütten. Aus einem Verlust ist es nicht opportun aus unserer Sicht. Und ich denke auch, dass da sogar die Bundesbank oder die BaFin was dagegen hätte. Aber für Ihre Geduld möchte ich mich trotzdem bedanken. Wir arbeiten ganz schwer daran, dass wir genau dieses Thema nächstes Jahr ändern können. Dass Sie auch sehen, dass sich am Aktienkurs was tut, wenn wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen. Und ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns, in den Vorstand, in den Aufsichtsrat. Danke. Vielen Dank, Herr Bader. Meine Damen und Herren, ich glaube, niemand kann mit dem Ergebnis der Bank wirklich zufrieden oder kann davon begeistert sein, gerade wenn eine Dividende ausfällt. Und trotzdem hat der Vorstand in diesem fast historisch schlechten Marktumfeld und trotz der wirklich ausufernden Regulatorien das Unternehmen erfolgreich geführt, die Ergebnisse verbessert, Risiken abgebaut. Aber er hat vor allem die Weichen gestellt für die Zukunft. Bader hat es gerade sehr ausführlich dargelegt, durch die Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche, durch die Ausweitung von Geschäftsfeldern. Und deswegen ist auch vom Aufsichtsrat, und ich spreche da für Sie, für die Aktionäre auch, wirklich Optimismus angebracht. Und wir hoffen, dass diese Durststrecke, die Sie als Aktionäre jetzt mal durchgemacht haben, die letzten Jahre, wirklich rasch und bald überwunden werden kann. Dafür auch von Seiten des Aufsichtsrates ganz herzlichen Dank an den Vorstand und zwar an jeden Einzelnen von Ihnen. Und es ist tatsächlich so, wie Herr Bader sagt, die Vorstände arbeiten erfolgreich, teamorientiert und mit sehr vielen Ideen gut zusammen. Das ist für den Aufsichtsrat, macht es leichter und ist sehr erfreulich. Und ich glaube, dass man da dem Vorstand, aber wie Herr Bader sagte, vor allem auch den Mitarbeitern ganz, ganz herzlich von Seiten des Aufsichtsrates und damit Aktionäre danken kann. Und da bitte ich um einen kräftigen Applaus. Vielen Dank. So, es liegt jetzt auch die Erstpräsenz vor, die darf ich vorlesen, vom Grundkapital der Bader Bank AG in Höhe von 45.908.682 €, eingeteilt in 45.908.682, also identische Zahl auf den Inhaber lautende Stückaktien, sind auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung 36.913.735 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 80,41% des Grundkapitals der Gesellschaft. Das Teilnehmerverzeichnis übergebe ich jetzt an den Notar und Sie können es auch dann am Wortmeldetisch einsehen.